Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 4 Motorstellung. Ja, der ist fast verkackt schon wieder das Intro. Jedenfalls, ich habe mir ab heute mache ich ja Wünsche von euch, die ihr nicht mehr unten in der Beschreibung eintragen könntet. Ich hatte ja in den letzten Wochen unten in der Beschreibung einen Link zu einem Google-Formular, wo ihr eure Wünsche eintragen könntet. Hatte ich ja auch letzte Woche nochmal drauf hingewiesen. Das Formular ist mittlerweile geschlossen. Ihr könnt keine Wünsche mehr eintragen. Und jetzt werden bis zum GTA 5 Release, bis einen Tag vor GTA 5 Release, bis zum 26.01.2015, werden jetzt 9 verschiedene Mods vorgestellt, die ihr euch gewünscht habt. Angefangen beim Jeep Grand Cherokee. Nein, das war komplett falsch. Angefangen beim Range Rover Evoque, wo wir auch immer ausmachen wird. Da habe ich mich einmal komplett versprochen, denn den haben wir auch noch, den Jeep Grand Cherokee. Also wer auch immer den vorgeschlagen hat, kann sich schon mal freuen. Ich denke mal, der wird der letzte Wagen oder so. So, gucken wir uns den mal genauer an. Also hier dahinter ist nicht so perfekt texturiert, aber das hier da vorne hat er sehr, sehr schön modelliert. Das ist schon mal toll. Hier ein Kennzeichen für... Was ist denn Al? Was ist denn Al? Algerien? Keine Ahnung. Könnte sein mit dem Ding. Das könnte es Algerien sein. Aber ich erzähle wahrscheinlich mega scheiß. Also schön, wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt. Denn das hier kann ich nicht sehen, ob das eine Textur ist oder nicht. Aber es sieht schon mal sehr fein gemacht aus. Das ist auch eine Textur, aber gut gemacht. Hier, die Lichter sehen auch gut aus. Das da oben ist nicht perfekt texturiert und leider auch nur 2D. Oder? Yep. Das ist ein bisschen schade. Dann hier, das sieht aber auch gut aus. Range Rover. Übrigens, diesen Wagen, den mochte ich ja auch gut. Früher mochte ich den. Ich mochte den alten Range Rover sehr. Und dann der gefiel mir nicht so besonders, dieser Heckteil hier. Aber dann habe ich so... Oh, wir sollten vielleicht mal Dings machen. Und jetzt so nach einer Zeit, da gefällt er mir doch eigentlich ziemlich gut. Wir machen mal Open on Car los. So, gucken wir uns mal das hier an. Dieses komplett flachen. Dafür mit einer schönen Textur versehenen Motor. Aber der Motor geht echt irgendwie gar nicht. Und dann hier innen drin. Ja, gleiches Bild. Gute Text... Also... mittelmäßige Texturen, nicht so gut modelliert, beziehungsweise sehr, sehr wenig modelliert. Hin drin das gleiche. Hier Range Rover Zeichen natürlich und da ein zweidimensionales Evoque. Und hier ein Kennzeichen, Kofferraum nochmal. Und hier nochmal der andere Blick rein, Range Rover. Hier haben wir nochmal die Warnblinker. Chip und... Chip. Gut, wollen wir aber mal fahren. Und hier habe ich meinen schicken Orangen. Da ist eine Musik an. So. Und da wollen wir mal kurz vorfahren. Ist ein bisschen hell gerade hier. Aber dürfte gehen. So. Und ja, hier nochmal das Licht. Was man jetzt natürlich mit dem ENB nicht so gut sieht. Aber fahren wir mal los. Fand ich komplett gerade, aber das ist ja eigentlich für die Beschleunigung ziemlich egal. Also die Beschleunigung ist auf jeden Fall ziemlich gut schon mal für den Wagen. Dann bin ich ja natürlich wie immer von Nico Bellex erst im Haus hierher mit dem Wagen gefahren. Da hat er sich auf jeden Fall sehr, sehr schön gefahren. Also fährt er echt wie so ein Traum ein bisschen, ne? Natürlich nicht perfekt, aber das ist ja auch ein SUV. Da erwartet man das nicht, da wäre das auch unrealistisch. Er fährt sich gut, Kurvenverhalten schön, Beschleunigung ist super. Das sieht einfach sexy aus. So, dann hier schnell einlenken, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Nur die Kamera sieht, ist ein bisschen scheiße, wie ihr hier seht. Dass man vorne durch die Windschutzscheibe gucken, um alles vorne zu sehen. So, und Höchstgeschwindigkeit mit 162 ist, glaube ich, auch relativ nah am echten. 163. Crashen wir ihn mal, aber mit 164. Und das Schadensmodell sieht schon mal ganz gut aus für GTA 4 Verhältnisse. Also da hat er schon mal einen guten Job geleistet. Hier natürlich nochmal Gas geben. So, und... Chip. Oh. Na, schade, keinen so guten Überschlag bekommen. Hier Bremslichter gehen. Aber böse, insgesamt. Achso, komm mal zurück. Ich wusste nie, dass man mit 0 zurückkommt. Ich bin dann immer komplett raus, habe neu. Und man kommt so. Mit 0 kommt zurück, das ist cool. So, hier wollen wir einmal mit 285 gegenknallen. Was natürlich dann keinen großen Unterschied macht, da es einfach GTA 4 ist. Hier, also da ist nichts an den Reifen groß beschädigt, dafür brennt der Wagen. Das wollen wir natürlich schnell fixen. So. Und jetzt hier schneller.
Oh, shit. Oh. Ist auch ein böser Crash. Also das Schadensmodell gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, das reicht, um einmal voll zu beschleunigen. Warte, so. Und. Oh! Ja, Loser. Sehr böse auf jeden Fall. Riesenbeschädigung. Hau mal ab, los, los, hau ab, hau ab, hau ab. Reicht nicht. Jedenfalls. Auf jeden Fall ein sehr gutes Schadensmodell. Mir gefällt die Mod auf jeden Fall. Download-Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommt es noch einmal zur Bewertung. Und zwar würde ich der Mod eine. Also zwischen 7 und 8 von 10 geben. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe eine Tendenz zu 8 von 10. Also die Texturierung ist hauptsächlich gut. Und die Modellierung lässt leider etwas zu wünschen übrig. Und. Da gibt es bei Texturierung einen Punktabzug und Modellierung auch einen Punktabzug, weil halt eben die feinen Details nicht so gut sind. Dafür ist das generell das Model hier, also das Modell des Fahrzeugs, sehr gut gelungen. Somit, ja, bleibt das hier bei einer 8 von 10, was eine sehr gute Wertung entspricht. Wie gesagt, dann liegt es unten in der Videobeschreibung, jetzt haben wir noch einen anderen. Wenn ihr euch die Mod selbst runtergeladen habt und sie installiert, würde es mich mal interessieren, was ihr denn dem Auto für eine Wertung geben würdet. Ja, und falls ihr Interesse an günstigen Gameplays habt, könnt ihr unten in der Beschreibung auf den Link von fast2play.de gehen. Da kriegt ihr die Spiele eigentlich so ziemlich mit am günstigsten im Internet. Das mache ich auch selbst, da kaufe ich. Und ich unterstütze mich für den Kauf. Und wenn ihr War Thunder spielen wollt, ein gratis online Flugsimulationsspiel. Einfach den Link unten in der Videobeschreibung. So, genug Werbung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hab's gerne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer TCG.